Nur wenige Kilometer von Wien entfernt, mitten im Herzen der Thermenregion Wienerwald, befindet sich das Hotel-Restaurant Höldrichsmühle. Das geschichtsträchtige Vier-Sterne-Haus in der Hinterbrühl war anlässlich der 20-Jahr-Jubiläumsfeier Treffpunkt für rund 120 Gäste aus dem Tourismus-, Wirtschafts- und Seminarbereich. Neben spannenden Vorträgen und kulinarischen Spezialitäten aus der Region begaben sich die Gäste auf die Spuren der heimischen Künstler Franz Schubert und Ferdinand Waldmüller, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt. Wir sind eng mit den Künstlern Franz Schubert und Ferdinand Georg Waldmüller verbunden. Franz Schubert komponierte hier unter dem Lindenbaum am Brunnen vor dem Tore sein weltberühmtes Lied Der Lindenbaum. Ferdinand Georg Waldmüller, der berühmte Maler, verewigte die Höldrichsmühle in drei seiner Bilder. Als renommierten Keynote-Speaker verpflichtet wurde der Buchautor Gabriel Schandl, der bei seinem Impulsvortrag kreative Wege zum Leistungsglück aufzeigte. Also kreative Wege zum Leistungsglück sind in allererster Linie einmal die eigenen Talente zu erkennen und zu finden. Hotel Höldrichsmühle ist ein Vorzeigebetrieb und wir sind froh, dass so jemand bei unseren Betrieben dabei ist, die sich hier um den Business-Gast, um den Seminargast kümmern. In der hoteleigenen Reithalle gab es obendrein ein Führungskräftetraining mit Pferden zu bestaunen. Ich habe einen kurzen Einblick gegeben, wie wir von der Arbeit mit Pferden auch im Führungskontext lernen können. Das heißt, Menschen haben ausprobieren können, wie bewege ich ein Pferd in die gewünschte Richtung, in der gewünschten Geschwindigkeit, auch mit dem gewünschten Abstand, und haben ausprobiert, welches Führungsverhalten passt für welchen Charakter und wo habe ich mein Lernfeld. Ein reichhaltiges Kulinarik-, Kultur-, Wein-, Wander- und Reitangebot sorgt für eine gelungene Auszeit vom Alltag. Das Schöne ist, dass sich das irgendwie wie die Jahreszeiten präsentiert. Unter der Woche haben wir mehr den Geschäftsbereich, am Wochenende ist es mehr die entspanntere Situation. Das sind Freizeitleute hier, Gäste, die einfach hier den Wienerwald genießen wollen. Das Hotel verbindet den Charme eines privat geführten Mühlengasthofs perfekt mit den Ansprüchen der Moderne. Die ideale Adresse für Seminar- und Urlaubsgäste sowie Kultur und Freunde herzhafter Genüsse.